die Arbeit in der Ecke von Carsten Röver. Der weiß auch, Solis will hier den K.O. Er muss ihn natürlich auch ein bisschen zurückhalten, muss ihn motivieren, denn für so einen K.O., gerade gegen so einen Gegner wie Salif, da muss man richtig arbeiten. Da muss man diese Szenen herausarbeiten. Schön, dreimal, viermal, fünfmal der linke Haken. Diese lange Rechte. Ansatzlos, kommt voll durch. Und dann schaut er hinterher und überlegt, macht es Sinn, da jetzt noch nachzusetzen? Wieder ohne große Härte. Ja, man muss was Überraschendes finden. Die beiden haben ja auch schon einige Male zusammen Sparringsrunden absolviert. Demzufolge kennt man sich ein bisschen und es ist deutlich schwerer, nochmal etwas Überraschendes vorzutragen, aber Solis probiert das zumindest. Also mir gefällt das richtig gut. Hier wieder. Stop. Box. Ermahnung an Salif. Dass dein Schlag zu tief gewesen sein soll. Das klasse gemacht. Wenn Salif ihn locken will und sagen will, komm, ruhig nach vorne, versuch mich mal zu treffen. Solis nur mit der kurzen Aktion geht dann wieder heraus aus dem Mann. Er ist der dominierende Mann hier im Ring. Also alle Runden bislang für Otanier. Solis, Axel, was glauben Sie? Glaubt Solis jetzt auch schon, ja, das wird hier nur über die volle Distanz gehen können? Also Solis macht das wirklich sehr gut und hat jetzt ein bisschen den Druck mal rausgenommen. Ich glaube, die stärkste Hand ist von ihm der linke Haken. Also er versucht die rechte, da fehlt immer noch ein kleines Stück, dass er dann eben halt durchkommt. Er kommt mit dem linken Haken sehr zurecht und mal gucken, wenn er sich darauf jetzt ein bisschen spezialisiert, dass Carsten Röver ihm sagt, nimm mehr den linken Haken, spring damit dann rein als Abschluss noch. Dann kann es natürlich noch vorzeitig gehen, weil er schwenkt wirklich sehr harte Schläge aus und er variiert schön. Also das ist das Schöne, dass er wirklich zum Körper und zum Kopf geht und dann versucht, dem nachzusetzen. Und da ist der linke Haken ganz wichtig mit. Und hier sehen wir nochmal die rechte, die da durchkam und der linke Haken. Das zeigt mir hier gerade mein Kollege Ingo Rohrbach an. Der wurde auch in der Ecke gefordert von Carsten Röver. Also genau das, was Axel Schulz da gerade angesprochen hat. Konzentriert bleiben, auch wenn es hier bislang relativ einfach ja lief für Solis. Er darf natürlich jetzt nicht nachlässig werden, er darf nicht unkonzentriert werden, er muss die Spannung hochhalten.
einzige Schwäche. So hat es Carsten Röber hier in den letzten Tagen gesagt von Solis, ist seine Unpünktlichkeit. Mal 10 Minuten, mal die bekannte Viertelstunde. Also wie gesagt, viel Goldschmuck, aber keine richtig gehende Uhr. Aber Carsten Röber ist sich da relativ sicher, dass er das auch noch hinbekommt. Hier wieder gute Arbeit von Solis, wie gesagt, mit weniger Schlaghärte. Die wird dann vielleicht in den nächsten Runden wieder deutlicher zum Tragen kommen. Es war gutes Tempo bislang in den ersten 5 Runden, jetzt ein bisschen verhaltener. Kurz unboxen, einfach mal versuchen, die Lücke da zu öffnen. Aber Salif weiß natürlich auch. Er konzentriert sich jetzt hier nur auf die Defensive. Er weiß natürlich, was Solis vorhat. Er will hier über die Zeit kommen. Der Versuch zum Körper. Keine zwingende Aktion von Salif. Und wieder der linke Haken zum Ende von Orlanier Solis. Hi. Ein bisschen Erfrischung für Solis. Wir haben es gehört, immer zwei wieder Runden die Führhand. Zwei Runden, ja? Da soll er schlagen. Rechts am Bildrand. Roy Jones Jr., der hier vorhin frenetisch gefeiert wurde, dass der hier in der Halle ist. Wir werden natürlich nachher noch ein Interview mit ihm führen. Der Superstar. So schön getroffen. Lange Zeit, Pound for Pound, der beste Mann im Weltboxen.